Willkommen auf den Straßen von Berlin. Zwischen Hochhäuser, Ratten und Benzin. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 64 auf diesem Kanal. Falls sich meine Stimme in diesem Video etwas anders anhört und ihr so einen leichten Hall im Hintergrund habt, dann liegt das daran, dass ich gerade erst umgezogen bin und momentan die Soundaufnahmen noch im Wohnzimmer mache. Das Ganze wird wahrscheinlich auch noch im nächsten Video so sein, aber dann werde ich irgendwann ins Arbeitszimmer umziehen und dann wird der Sound definitiv besser. Und ja, der feine Herr JX Dashcam kann sich jetzt ein Arbeitszimmer leisten, denn ich bin jetzt Fame. Ja, so ist das nämlich, weil ich wurde schon wieder auf der Straße erkannt. Mich feiern sogar ganze Junggesellinnenabschiede. Der ältere Herr auf der linken Seite läuft ganz entspannt über Rot. Aber auf der anderen Straßenseite wartet das Karma schon auf ihn. Mark, a penny! Tja, blöd gelaufen, wa? Sag mal, bist du mir gerade gegen den Spiegel gefahren? War zum Glück nichts kaputt, aber ich finde es trotzdem irgendwie assi, einfach weiterzufahren, oder? Übrigens, der Dutcher vor uns hat den ultimativen Trick rausgefunden, wie einem keiner gegen den Spiegel fahren kann. Ist halt nur blöd, dass man dann leider auch nichts sieht. A few moments later. Meine Fresse! Das ist auch blöd, wenn man ein Kind. Ach, kick mal! Haben wir unseren Spiegel ausgeklappt, wa? Naja gut, aber bei diesen traumhaften Benzinpreisen kann ich durchaus nachvollziehen, dass man spontan dann doch tanken will. Wer übrigens bereits genug getankt hat, ist der Radfahrer in diesem Clip. Der Typ ist auch schon ordentlich am Taumeln. Mal gucken, was er sich so Schönes kauft. A few inches later. Ah, da ist unser Radener Held ja wieder. Und er hat sich natürlich einen ganz edlen Tropfen gegönnt, den guten Tankstellenwein. Der im Tetrapack war blöderweise schon aus, deswegen muss er leider mit der Glasflasche Vorlieb nehmen. Damit geht's jetzt erstmal nach Hause und dann wird erstmal nachgetankt. Weil ohne Sprit kannst du ja nicht fahren, ne? Bei einigen Fahrradfahrern in Berlin hat man aber wirklich das Gefühl, dass die nur besoffen aufs Fahrrad steigen. Naja, oder zumindest fahren sie so. Die Bedienung, die an der Tür zusammenbrach. Explosion, brüllte der Todesser. Hallo, ich hab Vorfahrt, du blöde Nuss, Alter. Was soll das denn? Ja, das Fahrrad ist über Rot gefahren. Ich meine, immerhin entschuldigt er sich, aber Ibis musste halt trotzdem fast bis zum Stillstand runterbremsen. Nein! Und das ist auch mal wieder so ein richtiger Klassiker. Die rote Ampel interessiert mich nicht, ich fahre ja eh über den Gehweg und benutzungswichtige Radwege, habe ich noch nie was von gehört. Und in diesem Clip haben wir gleich drei verschiedene Arten, wie man als Radfahrer über Rot fahren kann. Als erstes der Sneaky Move, weil die Fußgängerampel war ja grün.
Als zweites der kleine Versehen, habe ich nach dem Abbiegen gar nicht gesehen, dass die Ampel rot war. Und als drittes der Klassiker, rote Ampeln sind mir eh scheißegal, ich fahre einfach immer durch. The Tardiness hat übrigens zu diesem Clip geschrieben, dass das eigentlich eine Einbahnstraße ist und das nur wegen einer Baustelle jetzt momentan aufgehoben ist, das heißt, es gibt da eigentlich keine richtige Fahrradinfrastruktur. Ob sich die Fahrradfahrer da jetzt richtig verhalten, die da reinfahren, wer weiß. Jedenfalls müssten sie zumindest meiner Meinung nach auch mal nach hinten gucken und nicht einfach so auf die Straße schießen. Ach so, und für den Audi, der hier gleich noch kommt, für den war eigentlich auch schon rot. Wow. Ja, ich weiß, dieser Clip von Chefkoch lief auch schon beim Fahrlehrer, aber ich finde, er passt einfach perfekt an diese Stelle und deswegen zeige ich ihn einfach nochmal. Chefkoch hat sich auch dafür entschuldigt, dass der Clip aus Versehen an mehrere Kanäle verschickt wurde und deswegen zeige ich ihn auf meine Verantwortung hin trotzdem. Ich finde das halt einfach interessant, wie viele Verstöße direkt hintereinander in diesem kurzen Videoclip zu sehen sind. Wir hatten da jetzt schon die Frau, die über Rot gelaufen ist, dann das Fahrrad, was aus der Einbahnstraße kam und dann noch hinterher das Auto, was aus der Einbahnstraße kam. Aber das Ganze wird noch besser. Einbahnstraße, aber lassen wir halt. Weiter Fahrer! Tja, und dann gibt's noch Kandidaten wie diesen Radfahrer, den Guido aufgenommen hat, der ist einfach völlig bescheuert. Einfach mal quer über eine achtspurige Straße fahren, was soll schon schief gehen? Auch in diesem Clip hier kommt ein Radfahrer vor, aber schauen wir uns erstmal die Situation an. Das BSR-Fahrzeug blockiert hier die Bushaltestelle, weil die da gerade am Mülleimer entleeren sind und der Gelenkbus denkt sich, gut, dann stelle ich mich einfach mal hinten an. Ist jetzt halt blöd gelaufen, weil er damit unsere komplette Spur zustellt, aber ich weiß auch nicht, wie es hätte besser laufen können. Also eine Möglichkeit wäre vielleicht noch gewesen, um das BSR-Fahrzeug rumzufahren und dann die Fahrgäste von der Straße ein- und aussteigen zu lassen oder vielleicht hätte er sogar in die Lücke davor gepasst. Aber eigentlich hätte er ja auch hinter der Kreuzung stehen bleiben müssen, weil zu erkennen war, dass die Fahrspur eindeutig blockiert ist und er so die Kreuzung nicht freiräumen kann. Und jetzt kommt auch unser Radfahrer ins Spiel, der ist nämlich der Meinung, okay, die Autos müssen alle warten, weil der Bus die Straße blockiert, dann quetsche ich mich einfach mal dahinter durch. Ist halt nur blöd, dass der Bus dann weiterfährt und er plötzlich mitten auf der Kreuzung ist und alle Autos von hinten ankommen. Okay, aber zu der Aktion von dem Busfahrer fällt mir echt nichts mehr ein. Ich meine, das muss ihm ja komplett egal sein, dass er die ganze Kreuzung zustellt, oder? So, nun bin ich ja ganz schwer begeistert. Aber naja, wie ihr gleich sehen werdet, Olli hat sowieso nicht so viel Glück mit Bussen. Und weil es so schön war, die gleiche Stelle nochmal. Das scheinen die Busse an der Stelle also häufiger zu machen. Ich meine, so ein kleines Motorrad, das kann man ja schon mal übersehen und im Zweifel hat sowieso immer der Bus Vorfahrt. Und ja, ich kenne § 20 Absatz 5 in der StVO, in dem steht, Omnibussen des Linienverkehrs und Schulbussen ist das Abfahren von gekennzeichneten Haltestellen zu ermöglichen, wenn nötig müssen andere Fahrzeuge warten. Das heißt aber weder, dass sich der Busfahrer das Ganze erzwingen darf, noch dass der von hinten kommende Verkehr eine Vollbremsung einlegen muss, sobald der Busfahrer den Blinker setzt. Ja, na klar. Fahr doch einfach raus. Wie dem Prinzen zusammen mit Helen die Flucht nach Amerika. Ja, das war halt Charlie, rot, der ja? Schlechter, kann man schon mal machen. Selbstorganisierten Hinterhalt zum Opfer. Du denkst vielleicht, du kannst ganz einfach unbemerkt über Rot fahren. Aber Opa sieht dich. Nicht schlecht. Und hier mal was ganz Neues. Die gelbe Ampel sehen, bremsen und dann doch über Rot fahren. Das war ja wohl schön, oder? Und wenn andere Leute, die bei Rot anhalten, im Weg sind, dann einfach über die Abbiegespur fahren. Ah, was bei dir? Naja, irgendwo ist immer ein bisschen grün. Und selbst wenn nicht, man kann sich das doch nicht leisten, mit einem Mietwagen an der Ampel anzuhalten. Hallo? Das kostet alles Geld. Und dann gibt's noch die Leute, die einfach komplett verwirrt sind. Ah, ich glaube, ich muss da vorne rechts abbiegen. Ach nee, doch geradeaus. Na, Mist, jetzt ist die Ampel schon rot. Na egal, einfach rüber. Und der orange-rote VW in diesem Clip ist genauso ein Kandidat. Ich glaube, ich möchte nach rechts rüber wechseln. Na... Oder vielleicht doch nicht. Nee, ich glaube, ich bleib lieber links. Aber eigentlich möchte ich doch nach rechts rüber. Boah,
Boah, Junge, jetzt entscheid dich doch mal. Aber immerhin hat er jedes Mal ordentlich geblinkt. In diesem Clip geht's um den dunkelgrauen Chevrolet, der da vorne links auf der Auffahrt steht. Beziehungsweise eigentlich eher um die ältere Fahrerin des Autos, die scheint nämlich auch ein kleines bisschen verwirrt zu sein oder sie denkt, sie ist alleine auf der Welt. Jedenfalls hat sie ihr Auto mitten auf der Auffahrt geparkt und steigt jetzt gerade aus. Nur so als kleiner Funfact nebenbei, hinter der Auffahrt hätte sie übrigens problemlos stehen können, weil da nämlich eine Parkzone ist, wo sie mit Parkscheibe eine Stunde lang hätte kostenlos parken können. Aber das ist ja langweilig, da steht man ja keinem im Weg. Und man mag es kaum glauben, aber es gibt in Berlin immer noch Menschen, die sich über sowas beschweren und die Leute sogar darauf ansprechen. Die Frau in dem dunkelgrauen Skoda spricht die ältere Dame jetzt nämlich darauf an, wie ungünstig sie an der Stelle parkt und dass sie doch einfach hätte ein Stück weiterfahren können. Die ältere Dame entgegnet daraufhin, dass sie ja nur schnell zum Blumenladen muss und ja gleich wieder weg ist. Tja, und das macht sie dann auch, weil sie halt einfach eine alte Egoistin ist. Apropos Egoismus. In diesem Clip möchte Guido gerne in diese wunderschöne Parklücke einparken, hat auch frühzeitig geblinkt, aber der Golf hinter ihm denkt sich so: Ey, wo kommst du nicht rein? Es ist nämlich viel wichtiger, dass er jetzt seine zwei Frauen hier aussteigen lassen kann, bevor Guido in diese Parklücke rein darf. Es wäre ja jetzt auch nicht zumutbar gewesen, dass er einfach hinter der Lücke gehalten hätte, sodass Guido einparken kann, weil er blockiert ja eigentlich eh die eine Fahrspur. Naja, man muss halt Prioritäten setzen, ne? Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Im Hintergrund seht ihr jetzt noch, ob Guido es irgendwann schaffen wird, in diese Parklücke reinzukommen, und ich verabschiede mich in der Zwischenzeit schon mal von euch. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat, und falls ja, dann lasst doch gerne ein Like, Kommentar und Abo da. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wahrscheinlich immer noch mit miserabler Tonqualität, aber immerhin in 2 Wochen. Also bis dahin, ciao!